Ja, Leute, und damit herzlich willkommen. Ich habe jetzt mal den Hintergrundton ausgemacht, weil der nervige R2D2 da wieder rumschleicht. So. So, wir sind hier gerade noch schnell im Shop. Ach ja, und ich habe noch was vergessen. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga mit mir, dem Philipp Drachenberg. So, und wir gucken jetzt mal nach, was mir Neues bekommen habe, weil in der letzten Folge war es ein bisschen ruckelig, aber mir habe hier eine Fahrzeugbombe erhalten und ich hoffe, das wird jetzt lustig. Und jetzt werden wir aber hier noch ein paar Sachen kaufen. Ich habe mir gedacht, das machen wir jetzt einfach mal heute. Für das, dass die letzte Folge nicht ganz so sauber lief, also die letzte beide, ich weiß nicht, da war die Aufnahme ziemlich ruckelig, das war nicht ganz so schön. Ich mache euch gleich wieder den Ton richtig an. Die bekommen wir nur, wenn wir was Bestimmtes mache. Und der Ton kommt gleich wieder an, sobald wir im Level sind und der nervige R2 seinen Mund haltet. Das will ich euch nämlich jetzt nicht antun, weil der nervt ja furchtbar. So, jetzt haben wir gleich kein Geld mehr. Luminara noch und Shakti. Doku. Okay, nee. Also, können wir vielleicht den goldenen Stein kaufen? Zack. Gut, fertig. Dann gehen wir jetzt zurück. Und ich mache euch gleich den Ton an. Jetzt gehen wir aber erst in Episode 3. Und ihr habt jetzt die ganze Zeit keinen Ton gehabt. So, ich hoffe, die Aufnahme spinnt jetzt nicht so wie beim letzten Mal. Hier wird nämlich die CPU ziemlich stark angebraucht, deswegen mache ich jetzt noch mal eine kurze Unterbrechung, nicht, dass es so ist wie bei der letzten Folge, das wäre dann nicht ganz so toll. Okay, die CPU-Auslastung ist jetzt wieder okay, dann können wir jetzt die Story starten und let's go! Episode 3, die Rache der Sith. Soll ich eigentlich die Stimme so beibehalten? Oder nee, jetzt machen wir mal wieder eine normale Ansprache. Kapitel 3. General Grievous. Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker haben Kanzler Palpatine befreit. General Grievous ist ihnen allerdings entkommen. Der Jedi-Rat befreit Obi-Wan Kenobi, General Grievous zur Strecke zu bringen. Befiehlt. Ach so. Letzter versteckt sich auf dem Höhlenplaneten Utapau, wo wir jetzt hingehen. Starte mir die Zwischensequenz. So, machen wir doch mal den Ton an. Wir sind hier gerade live am Kämpfen und Steuerung, halt, lass mich doch nicht im Stich. Wo ist meine Steuerung hin? Spiel! Hä? Warum geht meine Steuerung jetzt nicht? Öffne den Editor. Hä? F11 zurück. Ach, jetzt! Hau jetzt ab! Sehr gut. Also, vielleicht kennt ihr die Folge hier noch. Ich erinnere mich noch ganz gut an das Let's Play von damals, bis ich dann dort geguckt habe. Ups, jetzt bin ich schon tot. Auf jeden Fall ist da der PC-Version auf jeden Fall auch so, dass man, okay, da kommen wir noch nicht drüber. Ist auf jeden Fall so, dass man Geld verliert, wenn man stirbt. Das ist hier nur, wenn man getötet wird. Ach so, sterbe ich ja tot. Nein, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ah. Ach so, ah, jetzt habe ich es verstanden. Komm mal her, Kollege Turnschuh. Ja. Schnell, bevor mein Geld weg ist. Schnell, schnell. Geh weg, Grievous, hau ab. Ja. Okay, nee, mein Geld ist verloren. Schade. Marmelade. Ah, jawohl, perfekt, Philipp.
Jetzt hast du nicht mal eine Anmoderation hinbekommen und dann beschwerst du dich, dass keiner deine Folge anguckt. Nein, ist ja gut, es sind ja welche, die anguckt. Commander Cody, du siehst aber ein bisschen. Ja, alles gut mit dir, Herr Cody. Okay, gut. Also wenn bei dir alles okay ist, dann kann ich jetzt hier nach oben und mir das Minikit holen. Wie komme ich nach da oben? Ha, ich habe ihm den Kopf rumgedreht. Haha. Hä? Was ist das für eine Logik? Egal, ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf. Geh mir weiter. Halt! Cody, komm mal bitte, ich kann das nicht. So, den gute Commander Cody können wir hier gerade im Moment noch nicht kennen, weil das Spiel ist aus dem Jahre, was auch immer, ich habe es vergessen. Und da gab es Star Wars The Clone Wars, nämlich meiner Kenntnis, nämlich noch nicht. So, lass uns mal hier hochgehen. Okay, cool. Okay, mit dem Dings können wir nach der Orbe. Okay, da sind auf jeden Fall noch coole Minikits und so weiter, wo wir, glaube ich, gerade im Moment nicht hin können. Ah, nein, 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 nein. Das holen wir jetzt aber uns auch noch. Das holen wir jetzt noch und dann gehen wir zurück. Ups, wir wollen natürlich hier auch den gute alte Grievous zum Fall bringen. Sehr gut, Philipp. Ah. Boah, das war krass. Ich habe gerade schon gedacht, mir wäre tot. Jetzt hat er Angst bekommen. Jetzt hat er Angst gekriegt. Wir kommen jetzt wieder zu ihm rüber. Ist er wieder da? Grievous! Grievous, hallo! Ach, der hat Angst vor uns, ich weiß. Geh mit dem Cody, das geht schneller. Auf jeden Fall ist da drüben eine Bombe drin. Nein! Halt! Stopp! Obi, komm mal kurz. Obi. Ich brauche hier Machtnutzer. Obi-Wan, komm jetzt daher. Okay, nee, also wenn der Obi jetzt nicht will, dann hat er halt schon fertig. Wie komme ich dort hoch? Och Mann, ich muss glaube ich nochmal zurück und da drüber was sprenge. Aber dazu muss ich halt ganz zurück. So, das bedeutet, ich muss einmal hier rüber und dann hier hinspringen. Dann einmal hier zu. Warum hat der Obi-Wan eine rote Hose? Dann einmal hier hoch, dann da hoch, dann da hoch. Dann wieder hier rüber, dann da nach oben, dann hier entlang und dann hier rüber hopse. Dann aktiviere mir das hier. Und schmeiße das rüber zum Grievous. Was uns ein Minikit gibt und eine schöne Explosion jetzt. Haha, so, Grievous. Du alter, du alter im Fisch. Boah, krasser Sprung. Na, so, Level abgeschlossen. Mir wäre, glaube ich, irgendwo anders noch weitergekommen, aber da bin ich gerade nicht dran gekommen. Commander Cody haben wir freigeschaltet. Und wie sieht's aus mit Vara Jedi? Wahrscheinlich nicht ganz. Ah doch, doch, passt. Vara Jedi ist da. Steinchen gesammelt, ungefähr nix. Wir haben nämlich nichts mehr, weil wir waren ja heute shoppen. Und Minikits haben wir, glaube ich, so drei oder vier gesammelt. Ja, passt perfekt. Drei oder vier sind vier. Level abgeschlossen. Vara Jedi auch noch. Dann sind wir jetzt von 21
Von 200, das sind ungefähr 20%. Wenn ich mich jetzt richtig geirrt habe, dann ist es falsch. Und deswegen lasst ein Like und ein Abo da und viel Spaß euch beim selber Spielen, wenn ihr das Spiel selber habt. Kostet übrigens nur 7,99 Euro, glaube ich, oder 6,99 Euro im Google Play Store. Wie es mit dem anderen und der PC-Version aussieht, da müsst ihr euch selber befassen. Ich werde jetzt hier zurück zur Mos Eisley Cantina gehen und bis bald. Ciao!